Stated live bei Pop 10 Live haben wir euch gerade gesehen. Und das war das Video, die Welt. Und es ist zum allerersten Mal irgendwo gelaufen. Online nicht, im Fernsehen. Wie fühlt es sich an, Jungs? Ja, endlich ist es raus. Ja, wir haben echt total lange daran gearbeitet. Gedreht, geschnitten, Nachbearbeitung und alles mögliche. Stunden um Stunden stecken da drin. Und endlich ist es draußen. Also es ist komplett DIY, komplett selbst gemacht. Do it yourself. Ja, also wir haben quasi letztendlich Freunde, die Technik haben, ja, von dem Proma. Und da haben wir die halt angehauen, können wir das machen? Und haben ein Storyboard vorgelegt und so weiter. Und ja, dann haben sie gesagt, ja, gute Idee, machen wir. Und haben sich dafür bereit erklärt, in ihrer Freizeit mit uns das zu machen letztendlich. Ja, und wir hoffen, es gefällt. Wir haben wirklich da unser Herzblut hineingesteckt. Das Feedback wird kommen, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Jungs, jetzt haben wir euch gerade eben gesehen, das ist ja astreiner Alternative Rock, was ihr da macht, auch wenn wir es in Unplugged gesehen haben. Nun, wie lebt es sich denn eigentlich mit einem Frontmann wie André Weißkeller, der vorher auffiel im Rahmen einer Hip-Hop-Kombo und dann auch noch im Rahmen vieler, vieler anderer Projekte? Dann gab es diesen Magdeburg-Song. Also André, der springt ja auf jedes Genre einmal drauf. Naja, aber den Magdeburg-Song haben wir zusammen gemacht. Okay, gut. Aber wie lebt es sich mit so jemandem in einer Band im Probe? Raum. Ja, manchmal tut es ganz schön weh, aber nee, aber es ist in Ordnung. Also nur in Ordnung. Wir kommen super miteinander, okay. Klar. Klar. Okay, anders wäre es auch, würde mich das wundern, denn die Chemie stimmt, das merkt man auch hier beim Auftritt. Wir werden euch gleich nochmal live sehen, aber nicht nur das Video zu Die Welt ist ein Grund, dass ihr hier seid, sondern tatsächlich auch, es gibt eine Platte, von der ich jetzt hier so einen kleinen Pappschieber habe. Und zwar Frage, ist es ein Album oder ist es eine EP? Es sind 5 Songs drauf. Es ist auf jeden Fall eine EP, ja. Reinhören, würde ich sagen, weil es ist alles gemixt. Wir haben eine Ballade drauf, wir haben schnelle Songs drauf, also mit und High Tempo und auch ein Instrumental, das sich die Jungs dann einfach mal, während ich nicht da war, einfach mal so ausgedacht haben. Ja, nee, aber das ist total cool geworden. Übrigens, der Name von dem vorgeschriebene Ansichtssache. Genau. Der Name der Platte. Genau. Hm? Der, naja, vielleicht will da jemand anderes noch was zu sagen hier, weil ich glaube, du hast hier da ein bisschen mitgemacht. Nee, das war ja Chrissy und Robert, unser Robert, Bassist. Ja, unser Bassist kann ja heute leider nicht anwesend sein, weil ja, er ist in Berlin und arbeitet. Aber also zum Namen. Wir wollten nochmal ganz kurz. Achso, zum Namen, ja. Es gab mal irgendeinen Nachmittag, da haben wir uns, glaube ich, zu dritt getroffen. Genau. Ja. Und da kannst du jetzt mehr sagen, Chrissy. Kann ich das? Okay, also vielleicht machen wir es anders. Wir klären es einfach, ja, so. Dieses Mysterium des Namens bezüglich der Platte, vorgeschriebene Ansichtssache, bleibt ein Mysterium. Das, ja, klären, ja, wir einfach beim nächsten Mal auf. Total, ne? Secret. Das ist dann. Oder man haut euch an, wenn man euch live sieht. Ich meine, ihr stated nicht gerade selten, dass man euch in der Region Magdeburg live sehen kann. Da gibt es definitiv dann auch einen nächsten Termin, hoffe ich. Ja, auf jeden Fall. Also erstmal fahren wir jetzt nach Polen und spielen in Radom, in einem Austauschprogramm. Und wenn man uns das nächste Mal in Magdeburg sehen kann, das ist am 3. nächsten Monat. Da sind wir gleich an einem Tag zweimal unterwegs. Einmal bei einem Jugendhaus-Einweihung. Die haben uns gefragt, ob wir das spielen wollen. Und abends dann noch im Haid. Mhm. Ja? Und ich glaube, die gibt's gar nicht mehr. Und ja, da freuen wir uns auch richtig drauf. Im Hyde, das letzte Mal haben wir da schon gespielt. Und es war einfach ein toller Abend und das wollen wir wieder machen. Okay, also Jugendclub. Willst du auch noch verraten, welcher das genau ist? Ach so, das ist im Nordpark. Okay. Ist das. Also im Nordpark oder auch im Hyde. Ich glaube, das kennen ja die Leute noch mehr als diverse Jugendclubs. Also, Datum? Das ist der 3.9. Okay, 3.9. Und da werden wir Folgendes machen. Zum einen könnt ihr euch da die Platte besorgen und kaufen. Vielleicht können wir den Jungs auch noch eine aus den Rippen schneiden heute hier bei Pop 10 Live. Das werden wir aber gleich klären. Ansonsten haut ihr sie dort an und fragt eigentlich, was das soll mit dem Namen. Ne? Und dann werden wir das an der Stelle erklären. Ist es ein Deal? Genau. Wir haben noch eine Sache, die neu ist. Und zwar, wir haben unsere Homepage jetzt endlich online. Ja, www.stated.de. Da könnt ihr mal draufschauen. Ab morgen wird dann auch das Video, das ihr heute hier gesehen habt, dann da auch online sein und natürlich auch auf YouTube. Und ja, da freuen wir uns, wenn ihr mal vorbeischaut. www.stated.de. Ah ja, also ich gucke gerade schon mal drauf. Das ist sie.
Also da wird vielleicht auch die Möglichkeit, das Mysterium zu lösen, irgendwie geklärt werden. Stated.de, da gibt es alle Infos. Gleich gibt es die Jungs auch mal live hier bei Pop10 Live. Und das ist die neue Homepage, auch quasi heute quasi dann auch eine Premiere. So viele Premieren haben wir noch nie mitgenommen. Also das alles heute gleich bei Pop10 Live. Aber vorher müssen wir uns beschäftigen mit dem Event der letzten Woche. Nicht umsonst waren da über 100.000 Menschen auf der Gamescom. Und sie waren vor allem auch da, um mal zu zeigen, was sie so Hübsches im Kleiderschrank zu hängen haben. Jasper hat es für euch herausgefunden. Der Modescheck auf der Gamescom 2011.